So, Trade. Pear Seeds, Apple Seeds. Ganz toll. Tja. Ich will's haben, trotzdem. Her damit. Jawohl. Holt, das ist zu viel. Holt 40 nur, oder was? Ach, ich kann nicht auf meiner Tastatur tippen, wenn ich nicht drauf gucke. Ganz schlimm, 35. So, jetzt. Ha. So, Trade. Jetzt haben wir Apple Seeds. You received an award, Trader. So, und uns fehlen nur noch 4. Sehr schön. Und natürlich bauen wir dann auch irgendwo Äpfel schon an. Fragt sich nur, wo? Hier sind Pears. Da sind Walnuts. Da sind Pears. Komm, dann machen wir hier einfach. Hier machen wir Apples. Dann machen wir einfach Cut. Brauchen wir gar nicht harvesten, einfach nur Cut. So. Sehr schön, jetzt haben wir wieder unheimlich viele Laborer auf einmal auf der Tasche. Viele Leute erwachsen geworden sind. Kommt mir auch ganz gelegen. So. Ist immer so schubweise, nicht? Ach, guck, die sind ja noch gar nicht fertig gebaut. Kein Wunder, warum sind sie nicht fertig gebaut? Ich habe keine Bilder zugewiesen. So ein Mist. Kann ich natürlich lang warten, dass die Häuser fertig werden, die ich übrigens auch schon wieder vergessen hatte. So, hier, 139, also das geht doch irgendwie leicht nach oben mit den Graves. Die Happiness ist auch nicht mehr ganz voll. Weiß nicht so recht warum, aber ist so. So, Firewood Early Summer 1000, ich hoffe, das geht wieder hoch noch, also wieder hoch, es geht weiter hoch, hoffe ich. Wir sind bei 500, ja, 650, naja, also es ist schon deutlich mehr eigentlich inzwischen. Hier versterben wieder diverse Leute einfach so. Und ja. Wie gesagt, Farmer kann ich ein bisschen zurücknehmen, denke ich mal, weil der braucht schon so viele Farmer. Ich meine, wir haben eh genügend Nahrung, das meine ich damit, ne? Ich kann die Farmer zurücknehmen, weil wir haben ja echt keinen Nahrungsmangel aktuell. Besser, man kann es dann irgendwie nochmal in Reserve nochmal ein bisschen hochschreiben durch mehr Personal, als wenn es halt einfach nicht geht anders. So, Dele, jetzt haben wir hier nach wie vor dieses Problem. Also allzu lange kann ich mir da nicht mehr Zeit lassen. Deswegen! Meine. Da passt keine Meile hin. Da passt auch keine Meile hin. Nee, die krieg ich da nicht mehr hin. Und da am Friedhof direkt, da ist natürlich Schluss mit der Idylle am Friedhof. Da passt sie nicht hin, ne? Nee, keine Chance. Da auch nicht. Hier würde sie natürlich hinpassen auf die andere Seite. Denkst du nicht mal, ey? Boah, es ist schwierig, einen Platz für eine Mine zu finden. Hier würde es eben passen, würde ich das eine Feld wegmachen. Nein, würde es auch nicht. Doch, würde es. Bin ich aber noch nicht bereit, dann packe ich sie nicht lieber dahin, so eine Mine. Dann kann ich hier. Dann kriege ich daneben sogar noch eine hin. Und daneben kriege ich eventuell später sogar noch eine hin. Obwohl, wenn ich das hier so mache. Da muss ich den Weg nochmal wegreißen. Ihr habt es gesehen, ich habe da so ein bisschen rumgeschoben. Ich mache hier mal den blöden Weg weg. Remove Roads. Das ist das Richtige tatsächlich. Denn, gehen wir hier wieder auf die Main. Kann ich hier nämlich hier irgendwo. Je weiter vor ich gehe, desto weiter vor kann ich die Mine, glaube ich, noch setzen. Setze ich die nicht dahin? Wenn
da diese zwei Fetzen Straße weg sind. Kann ich sie da hinsetzen. Und das dürfte die ideale Stelle sein von der Platzausnutzung. Dann kann man da demnächst nicht eine neue Mine stehen. Was prinzipiell der Sache sehr gut tut. So, kurz gekratzt und weiter geht's. Naja, jetzt haben wir nur zwei Bilder, ist natürlich nicht viel dafür, aber okay. Die Housings hier stehen, das ist gut. Was dann, denke ich, bedeutet, dass jetzt demnächst wir hier trotzdem über die 400 rausschießen werden. Und ich mache mal langsam für den Trader, den Merchant, der aber sich einfach verziehen kann. Danke. So. Aber nicht meine Gesundheit geht runter. Ich muss halt wirklich irgendwann irgendwie mal Dings an mehr Herbs kommen. Das heißt, wenn jemand Herbs dabei hat von den Tradern, kann natürlich gucken, ob ich irgendwas bestellen kann bei ihm, aber nee. Dann werde ich die kaufen. Koste es, was es wolle. Das ist manchmal wortwörtlich. So. Ja, die Mine ist auf 7%. Ein, zwei Jahre tut es noch wahrscheinlich. Bei meiner momentanen Abbaurate, die ja natürlich nicht sonderlich hoch ist. Reserve of Logs ist low. Jetzt sind wir da bei dem Problem, dass ich all meine Logs in Ding hacke. Aber natürlich nicht alle, weil ich habe auch log-intensive Sachen gebaut. Ne? Wie hier liegen dann halt auch einfach mal 50 Logs rum. Wo ich dann aber auch einfach mal hergehen kann und kann sagen, Leute, tschüss. Weg mit dem Wald, der wächst nach. So. Ja, schauen wir mal in die Production vom letzten Jahr rein. Einfach um es im Blick zu behalten. Und wir haben immer noch leichte Overproduction. Und haben ja noch Reserve nach oben. Wir haben Leute abgezogen von der Nahrungsproduktionskette. Ich hier Farmer hauptsächlich ein paar abgezogen. Das heißt, ein bisschen was kann man auch wieder drauflegen, gehe ich mal davon aus. Wie viele fehlen denn? Ich würde tippen, ich kann mal noch locker 1000 bis 1500 wieder drauflegen. Zumal ja auch hier der Ertrag komplett gefehlt hat. Oder? Ja, komplett. Und ist alles nicht so viel, logischerweise, aber in Summe ergibt sich das dann schon. So, Ale ist wieder mal nicht genügend da. Was willst du machen? Die Mine wird gebaut, passt soweit. Dann kann ich die Bilder abziehen. Und kann theoretisch wieder Farmer mehr zuweisen. Kann natürlich logischerweise auch mehr Miner zuweisen. Wenn die mal fertig gebaut ist. Nomads have arrived at the town hall. Nein. Also hier diesmal definitiv nein. Kriege ich nicht unter. Will ich nicht mehr unterkriegen. Ist einfach unglaublich zu viel. So. Ja, okay, hier geht die Produktion seltsamerweise jetzt hoch langsam. Das heißt seltsamerweise, Gott sei Dank. Mit dem Firewood. Vielleicht sogar auch hier nur ein bisschen. Nee, nicht wirklich. Er ist immer noch, oder sie, haben wir ja gelernt, ist immer noch ein bisschen wenig. So, jetzt mach hier mal 22, mach hier mal noch 2-3 Miner mehr. Und die setze ich jetzt einfach mal auf Coal. So, mal einfach so. Und die können sich dann ja nach Belieben verteilen, was sie auch machen werden, automatisch, denke ich, wenn die hier den Geist aufgibt. So, herrlich, herrlich, herrlich. Dollar Show, Dollar Preise. Ja, also Nächel läuft, würde ich sagen. Wir kommen auf Riesenschritten auf mein gestecktes Ziel zu, dass wir hier die kompletten Trade-Items haben. Und danach weiß ich auch nicht mehr so recht, ne? Dann würde ich sagen, haben wir es echt gepackt. Eine funktionierende Siedlung aufzubauen. Also ich sehe jetzt keinen weiteren, also... Müsste aber Rocks is low. Ich tue mir da ja immer schwer, sowas dann zu sagen, ne? Das wisst ihr ja. Aber ich sehe dann keinen weiteren großen Anreiz mehr aufs Weiterspielen wahrscheinlich. Müssen wir dann mal gucken,
Müssen wir dann mal gucken, ob ich da noch weiterspiele. Ich mag da jetzt gar keine Aussage drüber treffen. Lasst euch einfach mal gesagt sein, es kann sein, dass wenn ich diese Trade-Items dann alle habe, dass ich sage, gut, das war's mit Nechel und spiel mal wieder was anderes, weil ich habe schon auch Bock, mal wieder was anderes zu spielen. Das Spiel ist unheimlich cool, es macht mir echt Spaß. Ich ziehe nach wie vor meinen Hut extremst vor diesen Entwickler. Aber ich glaube, ich hab's einfach, ne? Also ich glaube, ich hab's einfach durch das Spiel dann mehr oder weniger. Klar, jetzt werden sich einige aufregen und sagen, nö, kann man so viel machen und deine Siedlung ist noch nicht hundertprozentig eigenständig und mach doch mal 1000 Einwohner und so. Und ja, gebe ich euch recht. Könnte man machen. Ja. Ist für mich aber nicht so der Anreiz. Also ich find's cool, alles an Trade-Items hier dann zu haben, was man haben kann. Aber jetzt irgendwie das auf 1000 Einwohner zu pushen, wo es dann, glaube ich, auch einfach extrem... Also ich persönlich könnte vielleicht noch Spaß dran haben, je nachdem, wie das dann läuft, weil man dann die Produktionskette ja irgendwie ausfallen muss. Und ich würde dann fast sagen, dass es momentan auf reine Nahrungsproduktion geht und alles andere zukaufen. Beziehungsweise dann wird es auch mathematischer, muss ich einfach gucken, wo habe ich die beste, was kann ich endlos produzieren, hat die besten Verkaufschancen. Was Fleisch sein könnte, würde ich jetzt mal so drauf tippen. Weil Fleisch, sprich Rinder und Schafe, kann ich produzieren, kann daraus auch noch die Kleidung produzieren und so weiter. Aber da geht es dann irgendwie, würde ich mich dann hinsetzen müssen und würde es ausrechnen müssen, würde sagen, den Weg gehe ich und damit schaffe ich die 1000. Und das ist Let's Play-mäßig, finde ich persönlich, äußerst unattraktiv. Ja, wollte ich nur mal gesagt haben. So, wie sieht's hier aus? Nö, so lala. Immer noch viel zu viel Nahrung auf der Kante, aber hier wird schon, ist schon wieder aufgefüllt, ne? Ist schon wieder alles voll. Die haben zack, zack her alles rein und trotzdem noch so viel und boah. Tja. Dann sind wir jetzt gleich am 50.000er Cap für die Nahrung. Obwohl sich es natürlich jetzt bis zum, also gleiches übertrieben, es geht jetzt wieder runter, die Erntezeit ist ja gerade vorbei quasi. So, Education Rate ist wieder auf 83% gerade eben Augenblick gestorben, wollte ich sagen, gestiegen. So, Produktion dieses Jahr 46.000 und Use 42.000, also wir usen immer mehr, aber auch die Produktion ist hochgegangen. So, jetzt muss ich hier mal eingreifen, händisch. No labor is available to replace Geraldine, and Geraldine was a woodcutter. Und das ist gut, dass ich hier gerade eingreife, weil ohne einen weiteren Woodcutter haben wir ja wieder dieses blöde Heizungsproblem, ne? So. Bum, bum. Wer ist gestorben? So, Colin Fishman ist... Died during childbirth. Das ist natürlich blöd. Farmer ist gestorben, den lasse ich jetzt mal. Also, ich würde es ja eh nur vom Farmer abziehen, den nächsten Laborer. Und der Farmer hieß Lolly. Fisherman ist auch einer gestorben. Lasse ich jetzt auch einfach mal so sein. Tja. Meine Herb-Vorräte sind unglaublich niedrig. Ich schütte mal die Herbs, die ich hier noch habe, auch aus. Das sind nicht so viele leider. Aber ich muss Herbs kaufen irgendwo. Das ist echt, also... Und das ist dann auch was, mit dem will ich mich ehrlich gesagt nicht, nicht rumschlagen. Wenn du dann einfach im Endeffekt nur noch da wartest, da sitzt und wartest auf den Halt da. Jetzt wird es aber so langsam echt... So wechseln nichts nach. Wenn man dann im Endeffekt irgendwann nur noch da sitzt, vermutlich, und auf den richtigen Merchant wartet, der genau das dabei hat, was man braucht. Und ja, naja, Mist schon, ne? Ist irgendwie ein Tunnel aber auch schon gebaut. Ist ja irgendwie nicht so das, worauf ich so Bock habe. Alter, wieso versterbt ihr denn alles? Andauernd. Das ist. Und komm, wir sind schon wieder alle Layer aufgebraucht, ne?
No Laborer. So, jetzt ist wieder einer da. Jetzt hoffe ich. Ja, jetzt. Jetzt stocken die Laborer wieder auf. So langsam. Jetzt lasse ich es aber trotzdem einfach mal so laufen. Und wir sind vermutlich schon wieder so im. Ja, 390. Hätte ich gedacht, wir sind eher wieder im 370er Bereich. So gefühlt angekommen von der Einwohnerzahl. So, ja, schön. Und weiter. Also wir hatten kein Firewood-Problem, wir hatten nur ein Logs-Problem gerade. Und ja. Schauen wir mal, wenn jetzt die, das Firewood irgendwann an den Cap stößt, an den Produktionscap, der glaube ich bei 3500 ist, genau bei 3500, nee, einfach runter auf 3000. Dann hat sich das Logs-Problem natürlich auch erledigt. Also, das kommt dann hoffentlich irgendwann wieder in ein Gleichgewicht. Ich vermute zwar eher zu Ungunsten, das, also ich glaube nicht, dass es klappt. Ich denke, ich produziere zu wenig Logs, aber würde ich dann auch eher zukaufen inzwischen, als irgendwie... Oh, no Laborer is available. Ach du gute Güte. Ach nein, wisst ihr, dass ich das überhaupt nicht ausstehen kann? So, ja, wunderbar. Ich hatte im Hintergrund ist so eine hübsche Update-Notification aufgepoppt und deswegen mache ich hier erstmal Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.